So haben wir lange daran gearbeitet, dass das klappt. Jetzt aber zu Ihnen, Herr Ramsau, freue mich sehr, dass das auch mit Ihrem Besuch geklappt hat. Zu aktiven Zeiten war das schwer, schwer möglich. Heute sind Sie ja einer, der im Grunde sehr, sehr offen die Dinge benennen kann. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida in Dresden. Wie erklären Sie sich diesen wachsenden Zulauf? Was passiert da gerade in diesem Land? Und würden Sie sagen, diejenigen, die sagen, da kippt eine Stimmung, die haben Unrecht oder haben die Recht? Passiert das gerade? Also ich höre immer wieder, die Stimmung beginne zu kippen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, und ich stehe wirklich jeden Tag an dieser politischen Frontlinie und werde jeden Tag bombardiert mit Zuschriften. Jeden Tag. Wir haben heute einfach x-beliebig auch welche eingepackt. Wenn mich jemand befragt, was die Leute so denken, dann muss ich sagen, die Stimmung ist längst gekippt. Längst drüber weg. Und deswegen ist es völlig unverzichtbar, dass man diesen Bedenken, riesigen Bedenken und Besorgnissen in der Bevölkerung auch eine Stimme gibt. Wenn das etablierte Parteien nicht schaffen, diese Besorgnisse aufzugreifen, und ich finde, Horst Seehofer tut das in hervorragender Weise, dann machen sich andere Rattenfänger dran, die Dinge aufzugreifen und sammeln dann die Menschen bei solchen riesigen Veranstaltungen, wie Sie gerade gesagt haben. Jeder, der die Dinge nicht beim Namen nennt, jeder, der sich dem verweigert, dass er den breiten Bevölkerungsschichten mit ihren Besorgnissen eine Stimme gibt. Jeder, der das verweigert, macht einen gigantischen politischen Fehler. Das fängt ja schon mit der Sprache im Zweifel an. Können Sie mit einem Begriff wie Willkommenskultur was anfangen? Das war am Anfang natürlich der Begriff schlechthin. Wenn Sie jetzt reinhören in die Bevölkerung, dann wollen breiteste Schichten der Bevölkerung die schlicht und einfach nicht mehr hören, weil die verschiedensten Erfahrungen und Ängste. Was passiert denn da in Ihrem Wahlkreis? Lass es uns einmal wirklich konkret machen, weil nichts einfacher ist, als sozusagen auf eine populistische Art und Weise, wie es die AfD auch teilweise macht, am Sonntagabend wieder gesehen, einfach irgendwelche diffusen Behauptungen in die Gegend zu werfen, ohne sie aber wirklich mit Zahlen zu unterfüttern. Also was passiert da? Was erzählen Ihnen die Leute in Ihrem Wahlkreis? Ich lade alle, die es noch nie gesehen haben, ein, zum Beispiel zu mir in die deutsch-salzburgische Grenzstadt Freilassing zu gehen. Wenn man sich dort bei Reichen einige Stunden aufhält, an den Brennpunkten, wenn die Österreicher sozusagen Flüchtlinge hundert- oder zighundertfach abladen auf der einen Seite der Saalach, das ist der Grenzfluss, und die dann sozusagen den deutschen Behörden vor die Füße gekippt werden und das ununterbrochen, jeden Tag an die 2000 plus minus. Dann nur dort in der Stadt? Nur dort in dieser Stadt, nur dort jeden Tag diese Summen. Wenn man sich ansieht, wie es in diesem riesigen Übergangslager zugeht, wenn man die Leute hört, die Einzelhandelsgeschäfte betreiben. Was sagen die? Ach, das, man mag es ja eigentlich vor laufenden Kameras gar nicht sagen. Gewaltige Umsatzrückgänge, das ist noch das Einfachste, weil viele österreichische Kunden ausbleiben wegen der Grenzkontrollen. Sicherheitsbesorgnisse wegen Ladendiebstählen. Viele Dinge, die die Polizei nicht mehr reporten darf, weil es nicht zur politischen Korrektheit passt. Dann die Dinge in den Auffanglager, wo die Leute rund einen Tag, eine Übernachtung bleiben. Gerade als ich dort war, kam zum Einsatzleiter der Bundespolizei ein Syrer, der sich beklagt hat, dass er gerade von einem Afghanen ausgeklaut worden ist. Und die Ohnmacht sozusagen der Staatsgewalt offensichtlich wird, dass man das Ganze, die Situation nicht mehr beherrscht. Wenn die Menschen, die Öffentlichkeit das Gefühl dann hat, der Rechtsstaat schützt ihn nicht mehr. Ein Staat kann seine Grenzen nicht mehr hinreichend schützen. Ist vollkommen klar, dass die Menschen dann höchst besorgt werden. Und der Ausgangspunkt war der Begriff der Willkommenskultur. Dann berechtigterweise hinterfragen, ob das der richtige Begriff ist, weil damit auch Anreize ausgesendet werden in die Flüchtlingslager in der Türkei, im Libanon und so weiter, dass noch mehr kommen. Also wir sollten mit diesem Begriff sehr, sehr vorsichtig inzwischen umgehen. Die Frage ist natürlich die entscheidende Frage, wie wir damit umgehen. Ne? Wir müssen eines klipp und klar sagen. Wir müssen sagen, wer ist uns willkommen? Willkommen ist uns der oder diejenige, die wirklich nachweisbar vom Asylrecht Gebrauch machen dürfen, weil sie politisch verfolgt sind. Das sind viele. Bürgerkriegsflüchtlinge, ja, viele, die abgeschlossene Asylverfahren sagen klipp und klar, dass es sehr, sehr wenige sind, anteilsmäßig, die wirklich Asylrecht im wahrsten Sinne des Wortes haben. Die große Mehrheit wird abgelehnt. Und welche, die nur aus Gründen
der wirtschaftlichen Notlage in ihren Ländern kommen. Die können kein Bleiberecht erhalten. Die können uns auch nicht willkommen sein. Und das muss man klipp und klar sagen. Und jetzt kommt etwas hinzu, was mir vorletzte Woche, sinngemäß haben wir das andere auch schon gesagt, der Wirtschaftsminister des Irak gesagt hat, den ich kenne und wir haben uns in Berlin getroffen. Er hat zu mir gesagt, diese Leute, die aus meinem Land, Irak, gut ausgebildet, mit guten Fremdsprachenkenntnissen zu euch gehen, wenn ihr die alle bleiben lasst, empfinden wir das im Irak als zutiefst unmoralisch, weil das ist für uns ein Abfluss, ein Neudeutsch Brain Drain, ein Abfluss von guten Leuten. Und er fragt mich, was glaubt ihr denn, mit wem wir unser Land in Zukunft aufbauen können? Es macht keinen Sinn, dass unsere guten Leute zu euch gehen und wir den Irak, beispielsweise für andere Länder, den Irak dann mit den restlichen, die verbleiben, mit euren Fördergeldern aufbauen sollen. Das macht keinen Sinn. So denken betroffene Länder. Und ich muss sagen, wer über Moral theoretisiert, der muss auch diese Moralfrage von der anderen Seite betrachten. Gut, das ist die eine Seite. Man kann, glaube ich, vieles davon, und wir werden auch gleich hören, was Brandon Bryant zu erzählen hat und wie es auch zu diesem ungeheuren Hass, zu diesem Konflikt, zu diesem tiefen Zerwürfnis zwischen Orient und dem Westen gekommen ist. Das alles spielt ja da rein. Und wir haben 5 Jahre lang in Syrien tatenlos zugesehen, wie Menschen dort mit Fassbomben alles kurz und klein gebombt worden ist. Jetzt sind die da. Ich würde gerne zum Schluss eine ganz konkrete Antwort mal auf die Frage haben, weil die gibt es nie, auch übrigens nicht von Horst Seehofer, eine Antwort auf die Frage, was macht man denn da? Ist es ernsthaft praktikabel, dort einen großen Zaun aufzuziehen, an 3000 Kilometern deutscher Außengrenze? Wollen wir das wirklich? Also das wird schon praktisch nicht gehen, weil wenn Deutschland einen Zaun baut und alle baurechtlichen und umweltrechtlichen, naturschutzrechtlichen Vorschriften beachten will, ich kann Ihnen sagen. Aber das will ja auch keiner. Nein, ich sage nur, ja, das war jetzt schwarzer Humor. Ist schon klar. Ein bisschen. Ist schon klar. Aber wer über 4 Jahre Bauminister dieses Landes war, der weiß Gott viel zu berichten. Was geht, also was nicht geht. Die Elbvertiefung, weil wir hier in Hamburg sind, die sollte längst fertig sein und die großen Schiffe können immer noch nicht hier die unabhängig reinfahren. Aber schon deswegen würden wir einen Zaun mit deutscher Gründlichkeit nicht hinbekommen. Nein, das würde auch, die Erfahrung ist, wenn man an einer Stelle dicht macht, kommen die nächsten an anderer Stelle. Richtig. Das kann auch keine Lösung sein. Man muss weit vorgreifen, aber das Wesentliche, wenn Sie dann das Thema schon beenden wollen, das Wesentliche ist zu handeln. Wir beschreiben hier die Probleme, aber das ist zu wenig. Wir müssen echt handeln. Ich bin froh, dass die Bild-Zeitung zum Beispiel vorletzte Woche diese Umfrage gemacht hat, holzschnittartig. Wer in der Bevölkerung folgt der Linie Seehofer und wer folgt der Linie Merkel? Ergebnis 90-10 bei fast 400.000 Teilnehmern. Aber im Ernst, das ist doch eine wirklich populistische Geschichte, die da gerade abläuft. Finden Sie das wirklich gut? Finden Sie das wirklich gut? Ist es nicht? Da muss ich ganz entschieden widersprechen. Wirklich ganz entschieden widersprechen. Wie soll denn die Bild-Zeitung fragen? Die Bild-Zeitung hat bis dahin immer andersrum geschrieben. Lass mal die Bild-Zeitung weg. Bild-Zeitung spielt in dem Zusammenhang die können Sie auch gar nicht wegtun. Die gibt es jeden Tag mit Es gibt auch die Süddeutsche, Millionen, es gibt die Frankfurter Allgemeine, es gibt die Aber Welt, die anderen haben diese Umfragen nicht gemacht. Und die Umfrage, das bemerkenswerte. Ja, aber diese Umfrage so zu machen, das kann doch nicht ernsthaft einen überraschen, dass das dann das Ergebnis ist, das dabei herauskommt. Das ist populistisch. Nein. Das ist billig. Wissen Sie, warum es überraschend ist? Weil dieses Ergebnis ist das krasse Gegenteil von der redaktionellen Linie der Bild-Zeitung bis dahin. Ja, okay, aber nochmal, das ist Bild-Zeitungsintern. Aber ernsthaft gefragt, ist es nicht tatsächlich so, dass es in Wahrheit, so empfinde ich das Agieren, zum Beispiel auch von Angela Merkel, es mutig ist, sich an einem Punkt, an dem wir angekommen sind, an dem wir nochmal 5 Jahre zugesehen haben, wie Menschen ihr Hab und Gut, ihre Existenz, alles verloren haben und in verzweifelter Situation sind. Ich habe gestern von der slowenischen Grenze gigantische Flüchtlingstracks gesehen. Menschen, die auf der Suche sind nach einem besseren Leben. Und ich würde das ganz ehrlich genauso auch machen. Wenn ich in einer solchen Situation wäre, würde ich alles tun, um meiner Familie ein besseres Leben möglich zu machen. Können wir da ernsthaft wegschauen in Zeiten einer Welt, die immer weiter zusammenwächst, die immer weiter vernetzt und sich dann auf eine Umfrage der Bild-Zeitung berufen? Können wir das wirklich machen? Wir können in Deutschland nicht alle aufnehmen, die ein besseres Leben haben wollen. Das geht nicht. Das ist völlig unmöglich. Darum geht es ja gar nicht. Herr Lanz, dann müssten Sie 98% der Weltbevölkerung in
Deutschland aufnehmen. Das geht nicht. Aber nochmal, ich würde gerne mal nach der politischen Position fragen. Ist es nicht sehr, sehr mutig von einer Bundeskanzlerin an einem solchen Punkt zu sagen, ich weiß, dass mich das im Zweifel die Wiederwahl kostet, ich weiß das. Und trotzdem halte ich das für richtig, das ist meine Überzeugung. Und ganz am Ende ist es auch, und das hat auch ganz viel mit Ihrer eigenen Partei zu tun, ihr beruft euch immer auf die Bibel, auf das Christentum, auf Nächstenliebe, auf all die Dinge, die gerade an diesem Punkt jetzt eigentlich mal wichtig wären. Und dann sagen wir, haben wir nichts mit zu tun. Das stimmt ja auch nicht. Na doch. Nein, nein. Also, ich erkläre Ihre Frage nach Angela Merkel mit den eigenen Worten der Kanzlerin. Wir schaffen das. Mit etwas anderem, einem Zitat aus der Regierungserklärung von letzter Woche. Sie hat gesagt, um es klipp und klar zu sagen, diejenigen, die aus rein wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollen, also aus dem Motiv, ein besseres Leben, nur ein besseres Leben zu haben. Ich finde, nur ein besseres Leben haben, ist schon mal ein sehr wichtiges Motiv. Die nur deswegen kommen, weil sie ein besseres Leben haben. Die haben bei uns keinen Platz, hat Angela Merkel klipp und klar gesagt. Und ich finde, das ist ein völlig richtiger Standpunkt. Das heißt, die Unterscheidung für Sie, Kriegsflüchtling oder sogenannter Wirtschaftsflüchtling, ist für Sie eine richtige Unterscheidung? Ja, das ist eine dringende Unterscheidung. Finden Sie nicht, also, dass das eine katastrophale Unterscheidung ist, in Wahrheit? Sie entspricht unserem Rechtssystem. Das ist einfach, sich darauf zurückzuziehen. Entschuldigung, haben wir einen Rechtsstaat oder haben wir keinen? Müssen die Menschen in Deutschland das Gefühl nicht haben, müssen das Rechtsstaat noch etwas müssen fehlt? Wir nicht mal Verantwortung übernehmen für das in der Welt, was wir überall auf dem Planeten angezettelt haben? Nicht nur wir als Deutsche. Vielleicht andere Länder auch tun. Also was ist das, was wir machen können tatsächlich? Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Aber aus meiner Erfahrung, ich kenne die meisten der Herkunftsländer sehr genau, beziehungsweise einigermaßen genau. Ich war 3 Monate, bevor es in Syrien losging, als Verkehrs- und Bauminister noch dort und hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass über die Kräfte, die den sogenannten arabischen Frühling angezettelt haben und bewirkt haben, dass in Syrien, das sich ja in vielerlei Hinsicht damals unterschieden hat von anderen arabischen Ländern wie Tunesien oder Ägypten, dass ein solcher verheerender Bürgerkrieg beginnen könnte. Es gibt ein Bündel von Maßnahmen, die ganz kurzfristigen sind. Und deswegen war es wirklich wichtig, dass Angela Merkel in die Türkei gefahren ist. Unter Inkaufnahme der dümmsten Vorwürfe. Sie würde einen Kniefall machen und ähnliche Dinge. Würde sie nicht fahren, würde ihr vorgeworfen werden, sie tut nichts. Also es war richtig, dass sie hingeht, verhandelt mit diesem Land, was das eines der Einfallstore ist. Was können wir tun, damit Flüchtlinge dort bleiben? Aber wir sind uns einig, dass auch das natürlich eine ganz spezielle westliche Form von Scheinheiligkeit ist, dass du sagst, Moment, die bösen Bilder von der Grenze in Deutschland willst du nicht haben, deswegen machen wir die Mauer lieber in der Türkei. Was sollen die Slowenen tun? Also, die halten europäisches Recht ein. Wir werfen diesen Ländern vor, dass sie sich nicht an das Dublin-Abkommen halten. Der Schutz der Außengrenzen. Jetzt wieder die Bürger im eigenen Land. Wenn die Bürger fast zur Gewissheit kommen, die Europäische Union und ihre Mitglieder sind nicht mehr in der Lage, ihre Außengrenzen zu schützen. Welchen Respekt sollen die Menschen noch von der Europäischen Union haben? Und dann kommen die Ängste und Besorgnisse. Die beiden, in den letzten paar Monaten haben wir die beiden Premierminister vom Libanon und von Jordanien noch gesagt, helft uns, ihr Deutsche und Europäer, dass wir die Verhältnisse in unseren Flüchtlingslagern verbessern. Das ist ein sehr berechtigter Wunsch. Auch da haben wir ja lange Jahre zugesehen, wie sich das alles viel entwickelt. Viel zu lange zugesehen. Deswegen haben wir auch Verantwortung. Aber wir müssen darüber hinaus natürlich, und mein Freund und Kollege Gerd Müller macht eine exzellente Entwicklungspolitik, in allen anderen Herkunftsländern natürlich viel, viel mehr tun, um den Menschen dort eine Chance zu geben, dass die Menschen, dass die sagen, wir haben da in unserem Land eine recht. Perspektive. Und Ähnliches hört man ja auch aus Afghanistan zum Beispiel, wo jedes Jahr so viele Menschen, junge Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen und einfach keine Perspektive. Punkt vielleicht noch, weil Sie gerade das Stichwort Afghanistan nennen. Ich finde es völlig verrückt und widersinnig, wenn wir junge Männer aus Afghanistan zuhauf als Asylsuchende bekommen, die nachgewiesenermaßen Deserteure aus der regulären afghanischen Armee sind, die dort eigentlich Frieden sichern sollten, von uns ausgebildet worden sind, jetzt zu uns gehen und wir sollen deswegen die Bundeswehr deutsche Soldaten länger in Afghanistan lassen. Das macht doch hinten und vorne keinen Sinn. Das ist wahr, aber da reden wir natürlich über die ganz großen Zusammenhänge dann auch. Ja, wenn wir über Afghanistan sprechen, dann reden wir ja auch
Über Afghanistan sprechen, reden wir ja auch über ganze Generationen, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes erlebt haben als außer Krieg, Krieg und nochmals Krieg. Also, dass da keiner mehr weiß, wo hinten und vorne ist, das kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen. Wie finden Sie eigentlich grundsätzlich gerade dieses Fernduell zwischen Horst Seehofer, Ihrem Parteichef, und Ihrer Kanzlerin Angela Merkel? Ich finde, das ist unbedingt erforderlich. Und das sagen mir nicht nur die... Hilft es der CSU, wenn sie die eigene Kanzlerin attackiert? Da reden wir mal unter vier Augen drüber. Ja, gerne hier. Deswegen frage ich ja, wir sind ja hier. Ich sage Ihnen mal, also ja. Wir waren die CSU. Das heißt, ja. Die, ja, ich gebe Ihnen jetzt eine Antwort unter vielen Augen. Wir sind ja, unter uns, könnte man sagen. Ja. warum? Also die Art und Weise zu argumentieren, die Politik von Horst Seehofer, finde ich völlig unverzichtbar. Damit werden den Besorgnissen und Empfindungen breitester Öffentlichkeit eine Stimme gegeben. Das braucht Stimme. Wenn es keine Stimme findet in der etablierten Politik, dann wenden sich die Menschen anderen politischen Kräften zu, die wir nicht haben wollen. Also Sie wollen sagen, hilft der CSU? Ja, das ist eben auch die Frage. Das, als wir vor zwei Wochen die Umfragen bekamen, CSU in Bayern bei 43%, sowas sind wir nicht gewohnt. 48, 49, so irgendwo, und wir waren auch einmal schon wieder bei 50 in den letzten Jahren, dann sagt man, woher kommt denn das? Und dann analysieren meine Mitarbeiter in Bayern, in meinem Wahlkreis, Zuschriften. Zuschriften von Leuten, von vielen, vielen Leuten, die sagen, wir wählen euch jetzt nicht mehr, weil wenn wir euch von der CSU wählen würden, wählen wir auch die Bundeskanzlerin mit, Angela Merkel mit, und das wollen wir nicht. Und wenn wir Merkel ablehnen wegen ihrer Asyl- und Flüchtlingspolitik, dürfen wir euch auch nicht mehr wählen. Das steht so wörtlich und sinngemäß in unzähligen Zuschriften. Und das gibt mir natürlich zu denken. Ja, und deswegen das kann ja noch heiter werden dann für die CSU. Das kann noch heiter werden. Ja. Aber das erklärt, wissen Sie, das erklärt solche Umfrageergebnisse. Mhm. Belegt, empirisch belegbar durch Zuschriften. So etwas erfindet man selbst ja nicht. Das ist und klar. Deswegen das ist voll muss nachvollziehbar. Auch Horst Seehofer als bayerischer Ministerpräsident ganz klar diese Linie fortführen. Ich finde es spektakulär und ehrlich gesagt fast schon sensationell, wie Sie heute hier sich für Horst Seehofer in die Bresche werfen. Entschuldigung, ich bin sein stellvertretender Parteivorsitzender. Ach so, ja, okay, das verstehe ich. Aber. Ja. Oft gibt es ganz einfache Erklärungen. Aber Sie haben doch... Ich bin ja nicht der Stellvertreter von Markus Lanz. Nein, das verstehe ich. Aber Sie haben doch mit dem Seehofer echt noch ein Hühnchen zu rupfen, oder nicht? Ach, wissen Sie, wenn man ich bin so lange in der nicht Politik... Nicht nur eins meinen Sie, oder was meinen Sie jetzt? Wenn man mit allen alle Hühnchen rupfen würde, mit dem man nun alte Rechnungen, das ist Quatsch. Das gibt's lange Chicken Wings, meinen Sie? Nichts, immer Blick nach vorne, Blick nach vorne. Ja. Und ganz klar, okay, wo er recht hat, da hat er einfach dann recht. Dann frage ich anders, Herr Ramsauer, wie sauer sind Sie noch auf Horst Seehofer? Herr Ramsauer. Ja, was habe ich gesagt? Wie sauer sind Sie, Herr Ramsauer? Und dann sage ich Ramsauer. Ramsauer. Ah, verstehe. Sehr gut, sehr gut. Wir sollten den Zuhörern, sagen, dieser Witz war nicht abgesprochen, aber ich bin ihn gewohnt, dass mit meinem Namen so ein bisschen zu gespielt wird. Ja. Ganz zum Schluss, Sie haben, und das müssen wir unseren Zuschauern zeigen, Sie haben einmal auf eine wunderbare, das hatte schon fast Stoiber-eske Züge, Stichwort ist Transrapid. Jetzt weiß ich, was kommt. Erklärt, wie Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu Sandra Bullock sind. Ich habe mit aufs andere gerechnet jetzt. Also, was dem Fernsehinterview, das berühmte, das kann man in Yahoo auch noch aufrufen, mein tolles Fernsehinterview Anfang 2007 mit einer, jetzt lasse ich den Namen mal weg, sehr bekannten Fernsehmoderatorin. Mit Frau Slomka war es. Ah, ja, ich erinnere mich. Aber Sie meinen jetzt was anderes. Nein, ich meine jetzt, wir wollten jetzt was Nettes zeigen. Ja. Wir zeigen jetzt, wie wunderbar Sie erklären, ja. Also sag mal, Peter Ramsauer beim Versuch, den Familienstammbaum einfach mal darzulegen, mit Sandra Bullock irgendwo zwischendrin. Schauen Sie mal. Also eigentlich ist das ganz, ganz einfach, weil die Mutter von meiner Frau und die Mutter von der Sandra Schwestern sind, beziehungsweise war, weil die Tante, also von meiner Frau und die Mutter von der Sandra schon verstorben ist. Aber die beiden sind ganz normale Cousinen. Ich find's großartig. Das oder? Aber wissen Sie was?
Aber das Schöne ist, sowohl Edmund Stoiber als auch Sie, als auch Gerd Müller, der Entwicklungsminister, der in Amerika so einen herrlichen Auftritt hatte, können sehr selbstironisch darüber lachen. Dazu gratuliere ich sehr herzlich. Aber es war nicht falsch, was ich gesagt habe. Es war sogar völlig richtig. Es hat länger gedauert. Ja? Na Gott, der eine bringt schneller Rast. Und was ich auch nicht wusste, ist, was uns, glaube ich, allen nicht klar war, dass Ihre Frau mehrere Mütter hat. Das war uns so noch nicht klar. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr